Ja, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei geblieben sind und begrüßen darf ich jetzt auch wieder unsere Zuschauer auf YouTube. Sie senden uns immer bzw. schreiben immer unter das Video ganz viele Wünsche, die wir natürlich nicht alle erfüllen können. Vier sind aber heute wieder dabei, vier Zuschauerfragen, die Volker Schulz für Sie aufgearbeitet hat. Volker Schulz stelle ich Ihnen, brauche ich Ihnen glaube ich gar nicht mehr vorstellen, vom Aktionärsbrief, sitzt nebenan im Büro. Die anderen Zuschauer wissen das bereits. Bevor wir zum Schnelltest kommen, wollte ich den Herrn Volker Schulz nochmal fragen, Wegweiser für Kapitalanleger 2021, was ist dein Thema dafür das nächste Jahr? Mein Thema heißt 5G Revolution. Das ist meiner Meinung nach der mit Abstand wichtigste Trend der nächsten Dekade. Das weltweite Datenvolumen wird sich in etwa verachtzigfachen. Und da gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die von diesem Trend massiv profitieren können. Und hier geht es sicherlich nicht um Performance-Zuwächse dann von 30% oder 40%, die man mit den richtigen Aktien machen kann, sondern um viel, viel mehr. Also spannendes Thema, der Wegweiser ist frisch im Druck, die Auslieferung beginnt Anfang Dezember. Wir haben jetzt tatsächlich knapp 20% mehr Bestellungen als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, ist also sehr gefragt. Da haben fast alle oder da haben alle Redakteure von uns Artikel reingeschrieben, natürlich auch Herr Hansa Bernecker und auch der ein oder andere externe Redakteur. Spannendes Thema, wenn Sie sich darüber weiter informieren wollen, auf www.bernecker.info ist ein Banner, klicken Sie drauf, kriegen Sie weitere Infos und da können Sie den auch direkt kaufen. Kommen wir zum Schnelltest, deswegen sind Sie schließlich hier. Die ersten vier Fragen sind die Zuschauerfragen. Damit fangen wir diesmal an und wir starten mit der Alfen. Die steht für Ladeinfrastruktur für E-Mobility. Ja, Alfen ist ein sehr spannendes Unternehmen. Es ist aber eben nicht nur Ladeinfrastruktur, es ist sehr, sehr viel mehr. Alfen basiert auf drei Sparten. Das ist einmal Smart Grids, das ist Ladestationen und es ist eben der Bereich Energy Storage. Der ist sehr, sehr spannend. Hier geht es um Solarspeicher. Man profitiert also von drei Wachstumstrends. Das sind die erneuerbaren Energien, das ist die Dezentralisierung von Energie und es ist eben die Elektromobilität. Und da ist man doch sehr, sehr stark mit und breit mit in sehr wachstumsstarken Bereichen aufgestellt. Das Unternehmen kommt aus Holland. 2016 lag die Exportquote noch bei 8%. Inzwischen sind es sogar 32% mit weit deutlich steigender Tendenz. Die Q3-Zahlen habe ich mir angeguckt, sehr, sehr stark. Der Umsatz stieg um 46% und im Bereich der Solarspeicher sogar um 488%. Und gerade dieses Geschäft mit Speichern für Solarparks, das könnte ein echter Gamechanger für die Aktie werden. Ich habe zuletzt einige Interviews in dem Bereich geführt, unter anderem mit 7C Solarparken und die expandieren alle wie wahnsinnig. Die rechnen in den Solarparks teilweise in den nächsten 2-3 Jahren mit einer Verdoppelung der Leistung und da ist Alfen natürlich bestens positioniert. Ich denke, eine sechsfache Umsatzbewertung per 2020 ist eben aufgrund dieser Perspektive und der starken Wachstumsdynamik sicherlich akzeptabel, von daher sollte man die Aktie im Depot haben, ja. Die 7C Solarparken haben wir auch im ersten Teil der Sendung umfangreich analysiert. Wir kommen zum zweiten Zuschauerwunsch, Volker, das ist die Hexagon, das ist ein Spezialist für Wasserstofftanks. Ja, nicht nur, aber dennoch mit starker Perspektive. Es geht grundsätzlich bei denen um gasförmige Treibstoffe. Da gehört Wasserstoff natürlich auch dazu. Das ist ohne Frage ein unaufhaltsamer Trend. Hexagon bietet hier halt die Expertise für den Tank, für Hochdruckbehälter. Ein starkes Unternehmen mit einer starken Strategie. Die Kunden, das sind das Who is Who der Autoindustrie. Dazu gehört zum Beispiel Toyota. In Asien spielt sicherlich sowieso die Musik in dem Bereich. Auch Toyota hat da sehr ambitionierte Pläne. Wir hatten auch schon im ersten Teil der Sendung über Hyundai gesprochen, die ja 500.000 Wasserstoff-LKWs bis 2030 an den Markt bringen möchten. Und Toyota hat sicherlich ebenso ambitionierte Pläne. Dazu kommt, dass Hexagon das Null-Emissions-Geschäft Purus an die Börse bringen möchte. Die Q3-Zahlen waren okay. Umsatz trotz Pandemie leicht gesteigert auf 809 Millionen norwegische Kronen waren es. EBITDA plus 16%. Wir haben hier eine Umsatzbewertung, die nicht günstig ist, aber sicherlich auch passt. Das ist eine dreifache Umsatzbewertung. Die Aktie sieht auch technisch gar nicht schlecht aus und ich denke, Hexagon kann man auch machen, ja.
Dann kommen wir zum dritten Zuschauerwunsch. Das ist die Jumia. Da hast du mir geschrieben, der ist das Amazon Afrikas. Ja, und der Kurs ist sogar in der letzten Zeit sehr, sehr fest gewesen. Es ist das Amazon Afrikas. Es ist richtig Q3 jetzt. Im dritten Quartal hat man erstmals einen Bruttogewinn eingefahren. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass das durchschnittliche Ordervolumen pro Kunden um 24% rückläufig war. Was mich auch stört an Jumia ist, dass man halt seit Jahren chronisch unprofitabel ist. Ich meine, das war Amazon oder JD.com am Anfang auch, muss man auch sagen. Der Cashburn liegt bei etwa 160 Millionen Dollar im Jahr. Das Problem ist nur, das Unternehmen wächst seit 2017 etwa durchschnittlich mit 17%. Und damit liegt man doch richtig weit unter den Wachstumsraten, die Amazon oder auch JD.com in den Anfangsjahren hatten. Ja, die sind um 70, 80, 100% gewachsen. Und diese 17% reichen eben nicht aus, um das Geschäft wirklich schnell skalierbar zu machen. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Und dafür, denke ich, ist bei einem Börsenwert, ich glaube, es sind etwa 1,2 Milliarden Dollar, doch sehr viel Fantasie eingepreist ist. Deshalb wäre ich da trotz technisch gar nicht so schlechter Markttechnik sehr, sehr vorsichtig. Und damit kommen wir zur letzten Zuschauerfrage. Die richtet sich nach Schaltbau. Das ist ein deutscher Spezialist für Bahninfrastruktur, Volker. Ja, sollte man auch auf der Liste haben. Wir haben Sigo sogar im Aktionärsbrief im Depot, liegen aber zugegebenermaßen 20% hinten. Ich muss aber auch sagen, dass ich über einen weiteren Nachkauf hier nachdenke. Ich kenne auch den CEO, Herrn Köhler, recht gut, habe schon sehr oft mit ihm gesprochen. Was er da in den letzten ein, zwei Jahren aufgebaut hat, gefällt mir sehr gut. Er hat das Unternehmen eben grundlegend strukturiert. Er ist inzwischen zum Beispiel Marktführer für Gleichstromtechnik. Sehr interessant, gerade was auch den Klimapakt angeht. Das heißt, man kann mit Großaufträgen hier im Bereich Solaranlagen und Schnellladestationen auch für E-Mobility rechnen. Bei Elektrobussen in dieser Hinsicht ist man in Deutschland mit 35% Marktanteil sogar Marktführer. Und dann kommt am Ende natürlich noch das wichtige Bahninfrastrukturgeschäft, was natürlich den Hauptteil des Umsatzes ausmacht. Und hier muss man einfach im Hintergrund haben, dass die Deutsche Bahn, die, ich meine, ich fahre auch Zug und ich habe in den letzten Jahren wirklich die Nase gestrichen voll, denn die meisten Züge kommen nicht. Also die Deutsche Bahn möchte kräftig investieren. Es geht um 80 Milliarden Euro innerhalb der nächsten Jahre und Schaltbau wird hier massiv von profitieren. Die Auftragslage ist auch in der Pandemie sehr, sehr gut. Ich sehe hier also mittelfristig signifikantes Potenzial. Wir hatten zuletzt ein Problem, dass der Anteilseigner Monolith Kasse gemacht hat, warum auch immer, vielleicht brauchte er auch Geld, aber operative Gründe kann es eigentlich nicht haben. Von daher Schaltbau auf dem aktuellen Niveau für mich auch kaufen. Diese Woche war das Eigenkapitalforum, das normalerweise in Frankfurt stattfindet. Du hast online daran teilgenommen, Volker, und da gibt es unter anderem Neuigkeiten zu der PNE. Genau, die PNE hatten wir ja erst vor zwei Wochen hier im Rahmen dieses Schnelltests, aber ich hatte sie auch hier in diesem Rahmen schon vor ein, zwei Jahren immer wieder mal empfohlen und möchte eben die Zuschauer jetzt auch ein bisschen updaten, was hier in der Zwischenzeit passiert ist. Vor zwei Wochen war sie noch bei 6,60 Euro, jetzt ist sie bei 7,40 Euro. Woran liegt's? Es hat zwei Gründe. Zum einen hat Warburg das Kursziel von 6 auf 8 Euro erhöht. Das ist schon mal ein Wort. Zum anderen gab es auf dem Eigenkapitalforum bei manchen große Augen, denn PNE hat inzwischen auch eine Pipeline in der Photovoltaik aufgebaut, die bei immerhin 500 Megawatt liegt. Und das fließt natürlich in diesen Bewertungsaspekt mit rein. Und deshalb bleibe ich dabei. Mein Kursziel liegt bei 9 bis 10 Euro, in einem relativ kurzen Zeithorizont von ich sag mal 6 Monaten, wenn sie denn nicht im Januar schon von Morgan Stanley am Ende übernommen wird. In diesem Zusammenhang noch ein kurzer Hinweis auf Energiekontor, die jetzt auch massiv angesprungen ist. Auch hier hat Warburg das Ziel jetzt nochmal von 60 auf 67 Euro erhöht. Energiekontor ist heute auf so einem kleinen Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen. Sollten Sie sich auch wirklich mal angucken, denn hier geht die Rechnung eben auch dahin, dass diese Pipeline-Preise im Moment an Windparks und auch Solarparks enorm steigen, weil eben alle rein müssen. Und hier ist das Potenzial eben auch noch lange nicht ausgeschöpft. Damit kommen wir zum sechsten Wert im heutigen Schnelltest und das ist die NIO, die steht für E-Mobility und hier gab es Zahlen.
Genau, hatten wir auch vor 2 Wochen schon mal Zahlen, möchte ich kurz kommentieren. Die Auslieferungen im dritten Quartal, die lagen bei 12.206 Fahrzeugen nach 4.800 Fahrzeugen im Vorjahr. Also das ist schon im Vorjahresquartal, das ist schon eine dicke Steigerung. Die Bruttomarge wurde von 12,1 auf 12,9% hochgefahren. Die prognostizierten Umsätze für das vierte Quartal, die lagen fast 25% über den Erwartungen der Analysten. Und was man auch bei NIO sicherlich sehen muss, das war auch schon Teil der ersten Phase dieser Sendung. Die neue asiatische Freihandelszone wird auch für NIO sicherlich einen ganz, ganz wichtigen und auch positiven Aspekt bekommen. Wer sie hat, bleibt dabei. Danke für die Ergänzung. Der vorletzte Wert ist die Li Auto. Das ist ebenso China E-Mobility. Ist das für dich ein Must-Have? Auch hier hatten wir im dritten Quartal eine starke Performance. Li Auto ist ja in einer absoluten Nische aktiv. Es geht eben um Elektro-SUVs. Aber man muss auch wissen, dass diese Nische eben jetzt rein prozentual betrachtet in China das am schnellsten wachsende Segment in der Autobranche ist. Was mir besonders gefallen hat bei Li Auto jetzt zu den Q3-Zahlen war, dass sie die Bruttomarge von 13% auf 20% hochgefahren haben. Also es ist eine deutliche Verbesserung und deshalb halte ich auch Li Auto durchaus wie NIO für spannend und auch Li wird sicherlich von der Freihandelszone in den nächsten Jahren massiv profitieren. Wer sie hat, bleibt dabei. Wer vielleicht neu einsteigen möchte, wartet bitte auf den Rücksetzer, denn sie ist schon technisch arg überkauft. Und der letzte Wert im heutigen Schnelltest ist die Warta. Die kam mit den Zahlen deutlich zurück. Wie schätzt du hier die Lage ein, Volker? Die Zahlen waren für mich wesentlich besser als erwartet. Was beeindruckt ist, dass Warta rein organisch um 60% gewachsen ist. Respekt kann man da nur sagen. Auch fundamental wird das Ganze inzwischen besser. Ich war lange zurückhaltend in den letzten Monaten, aber jetzt mit den Zahlen hat man doch schon ein bisschen auch Visibilität auf 2021. Wir sprechen hier von KGVs zwischen 25 und 30. Das ist für ein Unternehmen, was 50-60% organisch wächst, grundsätzlich nicht viel. Vielleicht muss man mal beobachten, was die Konkurrenz macht. Samsung SDI wird ja jetzt offensichtlich ein Warta-Konkurrent. Schauen wir uns mal die nächsten Quartalszahlen an, wie das am Ende wirken wird. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass die Korrektur in Warta so langsam auslaufen wird. Und man muss ja auch immer noch bedenken, es ist noch eine relativ hohe Short-Quote in Warta drin. Und Eindeckungsrallyes sind natürlich auch hier jederzeit möglich. Also durchaus konstruktiv. Ja, Volker, damit sind wir am Ende vom Schnelltest und auch am Ende von der ganzen Sendung von der Aktionärsbrief TV. Ich darf mich herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute, ein gutes Gelingen an der Börse. Bleiben Sie zuversichtlich und vor allen Dingen gesund. Ihr Michael Hüsken und Volker Schulz. Macht es gut.